Das Wort hat Ministerpräsident Bouffier. Sehr verehrte Frau Präsidentin, meine Damen, meine Herren! Ich bin dankbar für die Debatte, nicht für jeden Beitrag, aber dass wir Gelegenheit haben, darüber zu sprechen, wie unser Hessen aussieht. Man kann es gar nicht oft genug sagen. Bei jeder Umfrage sagen weit über 90% unserer Bürgerinnen und Bürger, sie leben gerne in Hessen. Das ist schon einmal gut. Und was noch viel wichtiger ist, über 90% sagen auf die Frage, ob sie glauben, dass ihre persönliche Zukunft in diesem Land gut sein wird, sagen ja. Das heißt, das ist eine Zukunftserwartung, und das ist ein Zustandsbericht, der dem entspricht, wie Hessen ist, und ein ganzes Stück anders, als wir es hier eben gelernt haben, meine oder gehört haben. Meine Damen und Herren, ich verstehe das ja. Wenn eine Regierung handelt, dann ist ihre einzige Antwort, das ist Wahlkampf. Wenn wir etwas Gutes tun, dann sind Sie selten in der Lage, das anzuerkennen. Ich komme da gleich noch einmal darauf zurück. Aber ich will Ihnen eines mal vorneweg sagen. Glauben Sie, dass Schlechtreden, glauben Sie, dass Miesmachen irgendjemand in diesem Lande hilft? Das kann doch kein Mensch mehr hören. Die möchten von uns hören, wie sind eure Vorstellungen für unsere Zukunft? Und in 137 Seiten kann man das genau nachlesen. Wir haben eine Menge gemacht, liebe Freunde. Und ich will und kann aus Zeitgründen diese 137 Seiten nicht durcharbeiten. Aber ein paar Bemerkungen seien Sie mir schon gestattet. Wir wissen doch alle, dass wir in einer Zeit rasantesten Umbruchs leben. Der Ausgangspunkt war zunächst die demografische Entwicklung. Richtig. Es tritt aber noch eine Menge hinzu. Wir haben eine Revolution der Kommunikation. Wir haben eine Revolution zum Teil in den Arbeitsprozessen. Industrie 4.0, Handwerk 4.0, alle Stichworte, die uns noch beschäftigen. Und die spannende Frage ist, haben wir Ideen, wie wir das gestalten, und zwar erfolgreich, oder lehnen wir uns gemeinsam zurück? Diese Regierung hat in der Vergangenheit gehandelt, sie handelt in der Gegenwart. Und unser ganzes Ziel ist, dass wir auch in der Zukunft so handeln, dass die Menschen nicht nur heute gerne in Hessen leben, sondern dass sie gern und gut auch in 10 und in 20 Jahren leben. Darum muss es doch gehen. Und deshalb ist es durchaus in Ordnung, einmal zu schauen, was wir schon alles gemacht haben. Es ist oft bemüht worden, ja, natürlich, diese Region ist eine starke Region. Und die Menschen, die gemeinhin im ländlichen Raum verortet sind, das kann man unterschiedlich messen. Die einen sagen, der ländliche Raum sind 85% von Hessen, je nachdem, welche Maßstäbe man anlegt. Aber man wird sicherlich sagen können, 60 mindestens. Und es sind mindestens 25 bis 30% der Bevölkerung. Und wenn man es im größeren Rahmen sieht, ist es fast die Hälfte der Bevölkerung. Also, da geht es nicht um abgehängte Gebiete, da geht es nicht um Expeditionen in ferne Länder, sondern das ist das, was uns Hessen ausmacht. Und meine Erfahrung und Ihre, wenn Sie ehrlich sind, doch auch. Die Menschen, um die es da geht, die sind sehr selbstbewusst. Die brauchen nicht eine Tütelei von denen, die aus dem Zentrum kommen und ihnen erklären, wie das Leben geführt wird. Nein, sie haben Anspruch darauf, dass ihre Zukunft so gestaltet wird, dass sie zu Hause eine gute Zukunft haben. Und genau darum geht es, und deshalb nennen wir das auch. Offensive für den ländlichen Raum, Heimat Hessen. Und dazu gehört zum Beispiel natürlich auch der Breitbandausbau. Ich kann die Debatte ehrlich gesagt nicht nachvollziehen. Wer bestreitet, dass noch was zu tun ist? Niemand. Aber anzuerkennen, dass Hessen, egal wie man es rechnet, immer in der Spitzengruppe in Deutschland ist, das ist doch gut. Das verdient doch gelegentlich auch den Hinweis des Dankes, und wenn Sie es für die Regierung schon nicht tun, zum Beispiel für die Kommunalen, die in gemeinschaftlichen Anstrengungen der Landkreise, teilweise der Kommunen, mit Unterstützung des Landes, finanzieller Unterstützung, strategischer Unterstützung eine Menge geleistet haben. Und wenn wir heute in Deutschland im Vergleich aller Flächenländer auf Platz 2 liegen, und wenn wir bei der Versorgung der Gewerbegebiete immer eins oder zwei sind,
dann ist das ein Nachweis für eine gute Entwicklung. Das ist nicht Anlass zur Kritik. Das ist bestenfalls für uns Ansporn, dass wir wie in vielen anderen Dingen auch in dieser Frage Platz 1 werden wollen. Aber wir müssen uns nicht verstecken. Was dort geleistet wurde, ist gut. Und unser Ziel ist, dass wir in wenigen Jahren alle angeschlossen haben. Und damit da auch kein Zweifel herrscht, ich bin ein sehr engagierter Vertreter der Auffassung, dass die Zeit des Kupferkabels in Deutschland zu Ende gehen muss. Ich habe ja an anderer Stelle verhandelt über die Zukunft dieses Landes und bin nur bedingt glücklich, dass das nicht alle so sehen. Ich bin dafür, dass wir Glasfaseranschlüsse haben müssen, und zwar nicht nur irgendwo mitten in der Straße oder an irgendeinen Verteiler, sondern bis ins Haus. Die Debatte, die darum geführt wird in der Bundesregierung, ich habe sie unter CDU, CSU und FDP-Regierung geführt, jetzt unter CDU, CSU und SPD-Regierung. Und jetzt wollen wir mal schauen, was bis Sonntag bei der SPD rauskommt. Ich werbe dafür, dass wir eine stabile Regierung kriegen. Das wird. Bitte? Geschenkt. Gelegentlich kann man sich ja mal freuen, wenn einer mal was Positives über die eigene Truppe sagt. Das ist nicht immer selbstverständlich. Ne? Aber haben Sie auf. Ich würde mich sehr freuen, wenn die Uralt-Debatten um das Vectoring mal überwunden werden könnten. Das war keineswegs immer gemeinsame Position. Nicht in meiner Partei, nicht bei der SPD und mit Verlaub auch nicht bei der FDP. Trotzdem glaube ich, dass wir gemeinsam für Glasfaser werben müssen. Und ich will keinen Ausdruck machen. Mich kann keiner damit überzeugen, dass, wenn ich diese alten Kupferkabel ein bisschen breiter kloppe, dass ich dann vielleicht 100 Megabit durchbringe, vielleicht auch 200. Wenn wir ehrlich sind, gehen wir mal 5 oder 10 Jahre zurück. 10 Jahre sind in diesem Bereich in einer Ewigkeit. Gehen Sie 5 Jahre zurück. Von Streamingdiensten und Ähnlichem sprach da kein Mensch. Das muss aber in Zukunft auch möglich sein in allen Bereichen unseres Landes, sowohl für das private Leben wie aber auch für jeden Handwerker, damit er in der Lage ist, aktuell wirklich wettbewerbsfähig seine Angebote abzugeben oder entsprechende Angebote anzunehmen. Darum muss es gehen. Da streiten wir nicht drüber. Und ich sage noch einmal, da sind wir in Hessen ziemlich gut unterwegs. Zweite Bemerkung. Frau Kollegin Knell, Sie haben sich mit der Mobilität beschäftigt. Ja. Und jetzt sage ich Ihnen einmal, Sie haben auf den ersten Blick ein lustiges Beispiel geliefert. Sie haben gesagt, die einen fahren mit der U-Bahn und die anderen die müssen da irgendwo noch dabei sein. Schauen Sie einmal, diese Regierung ist seit Jahren unterwegs, um sehr aufmerksam nicht nur zuzuhören, sondern auch Neues zu entwickeln. Wir wissen doch ganz genau, dass weder der RMV noch der Nordhessische Verkehrsverbund in der Lage ist, ein individuelles, möglichst für den Bürger optimales Verkehrs- und Mobilitätsangebot sicherzustellen. Das liegt einfach daran, dass ich Gegenden habe, in denen vielleicht ein, zwei Leute noch mit dem Bus fahren, und ich kann dort nicht eine Linie fahren lassen mit einem großen Bus. Das ist unbezahlbar, ist auch volkswirtschaftlicher Unsinn. Trotzdem müssen wir doch in der Lage sein, Antworten zu geben, wie jemand, der dort wohnt, keinen Führerschein hat oder eben nicht mehr fährt, wie er zum Beispiel zum Einkaufen kommt, wie so jemand ältere Mitbürger zum Arzt kommen. Und dann haben wir schon längst zum Beispiel ein Kompetenzzentrum für Mobilität im ländlichen Raum. Ich weiß nicht, ob Sie es einmal besucht haben. Dann schauen Sie sich das einmal an, was Sie entwickelt haben an Ideen. Und wenn Sie dann kommen und sagen, uns wäre nichts eingefallen, wir haben eine Fülle neuer Dinge. Die Idee des Bürgerbusses ist doch aus meiner Sicht die richtige Antwort. Dort gibt es Menschen, die sind bereit, in ihrer Freizeit so einen Bus zu fahren. Unsere Aufgabe muss es sein, die zu entlasten. Frau Kollegin Wissler. Bleiben Sie entspannt. Bleiben Sie entspannt. An der Wertschätzung der Bürger brauche ich von Ihnen keine Belehrung, aber dessen mal ungeachtet. Lassen Sie uns mal darüber reden, wie Zukunft aussehen kann. Die einen haben einen Bus, der kommt morgens und kommt abends.
Im Regelfall wird er gestützt durch den Schülerverkehr. Und niemand, wenn er ehrlich ist, insbesondere aus dem Rhein-Main-Gebiet, hat bis heute eine Antwort wie z.B. im ostlichen Teil meines Wahlkreises, jemand individuelle Mobilität leben kann. Weder der RMV noch irgendein anderer, weil es unbezahlbar ist. Also brauchen wir andere Ideen. Und wir brauchen viel mehr Ideen. Und wir müssen mal heraustreten aus dem Klein-Klein ewig ausgefallener und ausgetretener Wege. In Frankfurt können wir darüber diskutieren, ob der Takt der U-Bahn schneller werden muss. Das interessiert im Vogelsberg kein Mensch. Und trotzdem Herr Ministerpräsident, müssen wir ich weise darauf hin, dass die vereinbarte Redezeit zu Ende okay. ist. Vielleicht wird ja die Sozialdemokratische Partei zum Thema sich auch noch äußern. Dann haben die die Chance und können auch einen Satz mal sagen. Das ist ja nun ein zentrales Thema. Bisher haben Sie gar nichts dazu gesagt. Also, ich will deutlich machen, wenn es eine Chance gibt, bürgerschaftliches Engagement zu verbinden mit dem Anspruch auf individuelle Mobilität, dann ist es doch klug, dass wir darüber nachdenken, ob wir das hinkriegen. Jemand, der diese Chancen ergreifen will, den müssen wir befreien von Bürokratie und vielem anderen mehr. Wir finanzieren den Bus. Und dann möchte ich gerne haben, dass jemand, der zu Hause ist, eine Nummer anrufen kann und dann weiß, da kommt jemand, die fahren mich dorthin, wo ich hin muss, und fahren mich auch wieder zurück. Das ist unser Ziel. Und das ist nicht Utopia. Fahren Sie mal nach Homberg an der Efze. Dort können Sie sich das ansehen. Das ist genau das, was uns vorschwebt. Individuelle Mobilität, intelligent vernetzt und nicht die Beschreibung von Verkehrsverbünden, was nicht geht. Das wissen wir, was nicht geht. Wir müssen darüber nachdenken, was geht. Und dazu brauchen wir viele. Und ich bin ja dankbar für Vorschläge. Und die Debatte, die ich bisher gehört habe, die kann man so zusammenfassen. Alles, was wir machen, ist entweder nichts oder Wahlkampf. Und ich habe keinen einzigen Vorschlag gehört, was Sie eigentlich für richtig halten, meine Damen und Herren. Keinen einzigen. In dieser Offensive, und das wissen doch alle, die sich mit den Menschen unterhalten, geht es auch um die Frage, wie können wir eine gute gesundheitliche Betreuung sicherstellen, die auf der einen Seite höchsten Ansprüchen genügt, soweit das möglich ist, die wohnortnah ist. Und trotzdem kann man nicht an jeder Ecke sozusagen ein Krankenhaus der Maximalversorgung hinbekommen. Wir sehen, dass viele Praxen auf dem Land nur mühsam neue Inhaber finden. Und wie sind unsere Antworten? Die sind nicht völlig neu. Wir machen schon eine ganze Zeit lang einiges. Die Förderung der Landarztpraxis ist nicht neu. Aber wenn wir jetzt Versorgungszentren anbieten, weil es dort eben keinen mehr gibt, der die Praxis übernimmt, dann ist das doch ein kluger Gedanke. Wenn wir jetzt sagen, wir machen eine Initiative für Gemeindeschwestern, Stichwort Gemeindeschwestern 2.0, damit die gemeinsam mit den niedergelassenen Ärzten sich um die Menschen dort kümmern können, wenn das Land das bezahlt, wenn das eine Idee ist, die wir aufgenommen haben, meine Damen und Herren, dann ist das genau das, was die Menschen dort brauchen. Die brauchen kein allgemeines politisches Geschwätz. Die brauchen eine Antwort. Wie ist eure Idee, wie auch in Zukunft wir gesundheitlich versorgt werden? Und ich will einen dritten Punkt nehmen, Frau Kollegin Faeser. Es gäbe unglaublich viel zu sagen. Es sind ja eine Fülle von Sachen, nur damit es einmal erwähnt wird, damit es nicht untergeht. Kultur ist mehr als Sahnehäubchen. Kultur ist ein Teil der Identität. Und wenn wir Heimatvereine fördern, dann ist das richtig. Wenn wir Autorenlesungen im ländlichen Raum fördern, das gab es noch nie. Wenn wir ein Programm machen für Kino auf dem Lande, das sind alles Stichworte, die Sie zusammenpacken können. Ideenreich, zukunftsfähig und vor allen Dingen nah am Bürger. Und genau darum geht es. Und den letzten Punkt, den möchte ich gerne noch ansprechen, Frau Präsidentin, dann wird es auch nicht zu lang. Ich habe gehört, dass wir eigentlich gar nichts Gescheites gemacht haben. Das mag der Opposition hingelegt werden, wird der Sache nicht gerecht. Wir verlagern Arbeitsplätze aus den Zentren zu den Menschen. Dieses ist ein sehr konkretes und bis dahin von niemandem verfolgte Aufgabe.
Und sehr verehrte Frau Kollegin Faeser, Sie kommen aus dem Main-Taunus-Kreis, Sie werden es vielleicht nicht nachvollziehen können. Frau Kollegin Goldbach hat darauf hingewiesen. Hören Sie doch zu. Sie können sich doch äußern zur Sache. Die Sozialdemokratie hat bisher kein einziges Wort der Debatte gesagt. Das muss man ja vielleicht auch einmal sagen. Kein einziges Wort. Wenn mein Redebeitrag es so weit bringt, dass Sie wenigstens sich auch äußern, dann hat es ja schon Sinn. Aber wenn Frau Kollegin Goldbach darauf hinweist, dass zum ersten Mal, ich bin lange dabei, ich kann mich nicht erinnern, dass es so etwas schon einmal gab, wir zum Beispiel eine neue Finanzverwaltung im Lauterbach aufbauen, dann sind das 200 Arbeitsplätze, qualifiziert, gut, die die Menschen vor Ort wahrnehmen können. Da es viele Teilzeitkräfte sind, sind es weit mehr als 200 Leute. Die sind da nicht mehr stundenlang unterwegs, um ins Rhein-Main-Gebiet zu fahren zu ihrer Arbeit, sondern sie können heimatnah arbeiten. Sie können Beruf und Familie besser zusammenbringen. Sie sind besser in der Lage, soziale Kontakte zu erhalten. Und deshalb ist Verlagerung von Arbeitsplätzen und Schaffung von neuen in der Fläche eine der Kernstücke der Offensive für den ländlichen Raum. Wir reden nicht nur darüber, wir handeln. Und wir machen das an einer ganzen Reihe von Orten. Ich war mit dem Finanzminister letzte Woche in Nitta oder vorletzte Woche. Und wissen Sie, was mich da am meisten beeindruckt hat? Was bringen wir dahin? Zum ersten Mal richtig neue Ausbildungsplätze. Wir machen eine ganze Menge. Einzelheiten kann ich in der Zeit jetzt nicht vortragen. Mich hat beeindruckt drei Dinge, und die will ich Ihnen nicht vorenthalten. Der Bürgermeister und eine Mitarbeiterin haben auf die Frage, wie finden Sie das hier, gesagt, wissen Sie, was uns am meisten gefällt? Wir hatten den Eindruck, irgendwann gehen hier einmal die Lichter aus. Jetzt Zitat. Das ist ein Zeichen des Aufbruchs. Zitat Ende. Genau das müssen wir erreichen. Und wenn Sie sich dann einmal mit einem unterhalten, der heute in Nidda tätig ist, der 23 Jahre nach Frankfurt gefahren ist zur Arbeit und der mir dann erzählt, ich habe früher 3,5 Stunden gebraucht auf dem Weg von zu Hause zur Arbeit, heute knappe halbe Stunde, dann ist das das, was wir wollen. Wir wollen den Menschen konkrete Perspektiven in ihre Heimat geben, und das setzen wir Punkt für Punkt um, meine Damen und Herren. Und so werden wir das fortsetzen. Wir werden mit den Hessenbüros oder in Neudeutsch Coworking Spaces werden wir Arbeitsplätze einrichten in der Fläche, wo die Leute arbeiten können. Und zwar unabhängig, bei welchem Ministerium oder wo auch immer Sie beschäftigt sind, ein Angebot an alle, wo Sie heute im Zeichen der Kommunikationsmöglichkeiten vielleicht noch einmal nach Wiesbaden fahren, aber nicht die ganze Woche. Und das werden Sie in Limburg in Kürze besichtigen können. Und so gibt es eine Vielzahl von Dingen. Und deshalb, meine Damen und Herren, wir haben eine Menge gemacht. Und ganz nebenbei, das muss ich einfach mal sagen, Straßenbau. Ja, das kommt allen zugute. Die Wahrheit ist aber auch, noch nie wurde in der Fläche so viel für den Straßenbau ausgegeben wie zurzeit. Das ist doch auch die Wahrheit, meine Damen und Herren. Und wenn man das mal alles zusammenfasst, finde ich, man könnte durchaus sagen, das sind gute Ideen. Lasst uns in einen Ideenwettbewerb eintreten. Und Frau Kollegin Faeser, ich weiß nicht, wer jetzt für die SPD spricht, dann haben Sie einen guten Ansatz. Ich habe hier einen Ausriss der Gelnhäuser Neue Zeitung vom 27.02. Überschrift: Offensive für ländlichen Raum ist Blendwerk. So äußern sich die Bundestagsabgeordnete Müller und der von mir ja eigentlich sehr geschätzte Kollege Lachs. Und dann haben, hören Sie auf, es ist zu billig. Es ist zu billig. Wissen Sie warum? Ich lade Sie ein, Herr Kollege Lorz, und wen immer Sie wollen, ich nehme jeden mit. Und dann nehmen wir diese zwei Überschriften. Hier steht SPD, alles, was wir tun, ist Blendwerk. In der gleichen Zeitung in Gelnhausen steht 35 neue Stellen für Gelnhausen, gut bezahlt, wohnortnah. Meine Damen und Herren, ich biete Ihnen jede Wette an, wenn wir die Diskussion darüber führen, ob es richtig ist, dass wir Arbeitsplätze zu den Menschen auch in die Fläche bringen, oder ob wir nur mäkeln und drüber schreiben, alles ist Blendwerk. Auf die Diskussion freue ich mich. Wir werden sie gewinnen. Vielen Dank.
Kolleginnen und Kollegen, die von den Fraktionen vereinbarte Redezeit wurde um 9 Minuten 30 Sekunden überschritten. Damit wachsen der SPD, die ihre Redezeit noch nicht ausgeschöpft hat, 3 Minuten hinzu, also 13 Minuten Redezeit. Die anderen haben den Anspruch auf die 5 Minuten, da die Redezeit ausgeschöpft ist. Als nächstes hat das Wort Kollege Schäfer-Gümbel für die SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich melde mich erst jetzt zu Wort, weil ich zunächst hören wollte, was uns der Ministerpräsident angesichts der sogenannten Zukunftswochen noch zu sagen hat. Der Kern dieser Debatte ist, dass die Union versucht, in diesen Tagen Probleme zu lösen, die es nach 19 Jahren Regierungszeit unter Unionführung so in dieser Form gar nicht gäbe. Ich will ganz bewusst mit dem Punkt anfangen, den Sie eben angesprochen haben, dass Sie vor wenigen Tagen mit dem Kollegen Schäfer in Nitta waren, die Landespressekonferenz im Schlepptau, um zu erklären, was Sie jetzt alles Großartiges für 1,8 Milliarden € in den nächsten Jahren für den ländlichen Raum machen wollen. Und dabei ist völlig unstrittig, dass für den ländlichen Raum viel getan werden muss. Dazu werde ich später etwas sagen. Das Spannende dabei ist, Herr Ministerpräsident, dass vor 7 Jahren Nitta schon einmal eine Rolle gespielt hat, und zwar vor genau dem Punkt, den ich eben anspreche. Da haben Sie nämlich Entscheidungen getroffen, die Teil des Problems sind. Sie haben Amtsgerichte geschlossen. Sie haben Stellen abgeschafft in der Fläche, zentralisiert. Und jetzt kommen Sie 7 Jahre später an denselben Ort zurück und lassen sich dafür feiern, dass Sie ungefähr im selben Umfang neue Stellen zurückbringen. Deswegen sage ich, Sie versuchen jetzt, wenige Monate vor der Landtagswahl, die Probleme zu lösen, die es ohne Sie gar nicht gegeben hätte. Und damit es nicht nur um die Stellen in Nitta und anderswo geht, und wir können jetzt sozusagen auch im Rahmen der Operation Düstere Zukunft viele Positionen im Land nicht nur im Bereich von Amtsgerichtsbarkeit, sondern auch an vielen anderen Stellen durchdeklinieren, wo Sie seit 19 Jahren getreu der politischen Linien und Vorgaben von Roland Koch und Ihnen zentralisiert haben und den ländlichen Raum geschwächt haben. Da kommen Sie jetzt 8 Monate vor der Landtagswahl und erklären, jetzt muss es aber anders werden. Jetzt müssten vergleichbare Lebensverhältnisse in Stadt und Land wiederhergestellt werden. Und ich sage Ihnen, ich halte das für ziemlich mutig angesichts Ihrer eigenen Bilanz im Bereich des ländlichen Raums in den letzten Jahren. Dann kommt Ihre ultimative Oberantwort. Dazu, damit das jetzt richtig gut funktioniert, wird es eine Stabsstelle in der Staatskanzlei geben. Ich bin ziemlich sicher, dass Sie in den nächsten Wochen noch den einen oder anderen Wahlverlierer finden aus Ihren Reihen, den Sie anschließend auch noch auf diese Stabsstelle schieben können. Aber wenn Sie sich nach 19 Jahren Regierung, hier hinstellen und davon sprechen, dass man jetzt einmal ausgetretene Pfade verlassen müsse, dass man neue Ideen brauche, dann finde ich, haben Sie damit sogar ausdrücklich recht. Aber es ist auch eine bezeichnende Bilanz für das, was Sie in 19 Jahren hier angestellt haben. Und nach den Bemerkungen von Frau Knell, die ich an vielen Stellen außerordentlich zielführend und richtig fand, denen von Frau Schott, kann ich mir an vielen Stellen einiges sparen, und ich will uns heute auch gar nicht mehr in jedes Detail entführen. Aber ein paar Bemerkungen will ich dann in der Sache schon machen. Ich habe eben schon auf die Operation Düstere Zukunft hingewiesen, mit ihren Kürzungen in ländlicher Regionalentwicklung und Dorferneuerungsprogrammen, später mit den Erschwernissen
für private Investitionen im ländlichen Raum. Den Abzug von Dienststellen aus dem ländlichen Raum und damit die strukturelle Schwächung des ländlichen Raums, einschließlich der ganzen Verschiebungen, die Sie bei allen möglichen Behörden in Hessen gemacht haben, einschließlich der Veränderungen, da sind wir möglicherweise ideologisch unterschiedlicher Auffassung in politisch grundsätzlichen der Einschränkungen in der hessischen Gemeindeordnung zur wirtschaftlichen Betätigung von Kommunen, was gerade in ländlichen Regionen für die Daseinsvorsorge ein zentrales Momentum ist, bis hin zu Ihren ständigen Änderungen der Förderquoten zur Dorferneuerung, in denen Sie bis heute kein wirkliches Konzept haben, sondern dass nach wie vor ein Verschiebebahnhof dieses Programm ist, wo Sie sozusagen alle zwei Jahre irgendwas kolossal ändern und glauben, dann damit eine Struktur zu schaffen, mit der Sie irgendwas erreichen. Ich sage Ihnen, nach 19 Jahren haben Sie aus meiner Sicht jeden Anspruch verloren, noch irgendeine zukunftsfähige Antwort für den ländlichen Raum in Hessen zu beschreiben. Dazu kommt, auch das kann ich Ihnen heute nicht ersparen, dass Ihre Haushalts- und Finanzpolitik beispielsweise mit den Einschränkungen bei der Berücksichtigung von Investitionsmöglichkeiten der Kommunen Sie mit dafür gesorgt haben, dass die Investitionsschwäche auf der kommunalen Seite sich weiter ausweitet. Und da können Sie von Hessenkasse und anderen Instrumenten jetzt gerne weiter reden. Das werden Sie auch in den nächsten Wochen tun. Aber ich will auch da sagen, auch das ist ein Instrument, das Sie geschaffen haben, um die Probleme zu lösen, die Sie vorher selbst angerichtet haben. Kommunale Selbstverwaltung, so wie Sie sie hier in den letzten 19 Jahren verantwortet haben an ganz vielen Stellen. Und wir wissen ja, dass das in Koalitionen auch immer umstritten war, was Sie hier veranstalten. Das heißt am Ende, dass die Kommunen letztlich darüber zu entscheiden haben und entscheiden können, ob sie ihr Schwimmbad schließen oder Vereinsförderungen kommen. Das bleibt nach wie vor das Kernproblem. Und jetzt will ich gerne die Bemerkungen des Ministerpräsidenten zu unserem gemeinsamen Wahlkreis im Landkreis Gießen, in dem ich wohne, mal in der Tat aufnehmen. Und es ist schlicht und einfach so, dass in Wiesbaden oft genug Äpfel mit Birnen verglichen werden, weil die Herausforderungen für die Infrastruktur im ländlichen Raum deutlich andere sind. In einer Flächengemeinde wie Schotten ist das Thema Abwasser und Wasser eines, das eine deutlich größere Herausforderung ist als in Darmstadt. Schotten ist die viertgrößte Flächengemeinde unseres Bundeslandes mit einer Kanallänge von über 200 Kilometern. Und jeder, der schon einmal im Kommunalparlament gesessen hat, weiß, was das für das Thema Gebührenhaushalt heißt und für die Belastungen der Bürgerinnen und Bürger. Und wenn wir solche strukturellen Unterschiede in der Landesinfrastruktur und Strukturpolitik nicht anerkennen, dann haben wir dauerhaft eine Benachteiligung des ländlichen Raumes. Das gilt im Übrigen auch, Herr Bouffier, für das Thema Mobilität. Sie wissen, dass ich 12 Jahre in Birkla gelebt habe. Das kennt fast kein Mensch, außer in unserer Region. Birkla, kleiner Ort, Ortsteil von Lich, 750 Einwohner. Und da ist es natürlich so, dass Sie da anders als in Frankfurt nicht über den Nachttakt in der U-Bahn diskutieren, sondern darüber reden, ob Sie am Wochenende ein, zwei oder drei Busse in die Kerngemeinde haben. Und wenn Sie sich andere Regionen anschauen, da wird das Thema immer größer. Deswegen bin ich sehr dafür, über alle möglichen Modelle nachzudenken. Aber dass sich jemand nach 19 Jahren Regierungsverantwortung hier hinstellt und erklärt, man müsse jetzt einmal neue Ideen entwickeln, da kann ich nur sagen, was haben Sie eigentlich die letzten 19 Jahre gemacht? Über den Bereich Investitionsstau bei Straße und Schiene haben wir mehrfach geredet. Ich habe heute Morgen getwittert, aus aktuellem Anlass hätte ich mir fast gewünscht, wir hätten heute mal wieder über staufreies Hessen geredet. Das ist echt eine meiner Lieblingsbaustellen. Aber es ist ja jenseits des Running Gags, den wir in der nächsten Zeit sicherlich noch häufiger hören werden. Ich habe Sie in der letzten Debatte darauf hingewiesen, dass wir beispielsweise mit Blick auf die Anbindung des Odenwaldkreises oder das Marburger Hinterland, wo die Kolleginnen und Kollegen, und zwar parteiübergreifend, darum bitten, dass man mal wenigstens eine Perspektive bekommt, von Ihnen überhaupt nichts bekommt.
Bei der Frage des angemessenen und bezahlbaren Wohnraums haben wir nicht nur in den Ballungsräumen Themen. Die Frage der Verkleinerung von bezahlbaren und barrierefreien Wohnraum ist auch in Regionen wie dem Vogelsberg oder Waldeck-Frankenberg inzwischen ein Thema. Und dazu gibt es erstens keine Bemerkungen, aber es gibt auch nicht den Hauch einer Idee. Das Stadt-Land-Gefälle beim Breitbandausbau. Und ja, Sie haben recht. Im Vergleich zu anderen Bundesländern ist Hessen in der Tat ein Stück nach vorne gerückt. Und das ist auch gut so. Aber der entscheidende Punkt ist, Sie tun hier regelmäßig so, als wäre es Ihr Werk. Es war aber der Landkreis Odenwald, es war der Landkreis Main-Kinzig, es waren die nordhessischen Landkreise. Die teilweise gegen den erbitterten Widerstand von Kommunalaufsicht und Land. Die, Herr Pentz, jetzt rede ich. Wenn Sie etwas zu sagen haben, kommen Sie nach vorne. Es ist selten auch genug der Fall. Wenn Sie der entscheidende Punkt. Also, Kollege Frömmrich, Sie können auch nach vorne kommen. Ich freue mich jedes Mal auf eine Intervention von Ihnen. Noch einmal. Der entscheidende Punkt ist, dass es Widerstand von Kommunalaufsicht und von Land gab, bis sie sich dann irgendwann entschieden haben, durch Regierungswechsel und anderes mehr, dass durch Bürgschaftsprogramme und Unterstützung dann in der Tat etwas passiert ist. Aber diese wirkliche Anmaßung, sich hier immer so hinzustellen, als wären Sie es gewesen, Sie waren es nicht. Es waren die Kommunalen, die das organisiert haben. Genau. Der Ministerpräsident ruft dazwischen Volker der Bestimmer. Ohne den würde in Hessen gar nichts laufen. Das haben wir in Odenwald und anderswo gesehen. Herr Ministerpräsident, nehmen Sie sich einfach einmal zurück. Es sind auch andere im Land, die etwas leisten. Es sind nicht immer nur Sie. Und deswegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, statt echter Lösung bieten Sie jetzt 1,8 Milliarden € an, von denen 1,3 Milliarden € unmittelbares Geld sind der Kommunen. Und ich fand, dass in der Glosse des Monats oder der Woche von Herrn Kunz im Wiesbadener Kurier das mit den hessischen Bitcoins nur wirklich auf den Punkt gebracht wurde. Und er schreibt wörtlich, niemand beherrscht die Kunst, Geld zweimal auszugeben, so gut wie die schwarz-grüne Landesregierung. Dazu hat er eine Art virtuelle Landeshaushalt kreiert, hessische Bitcoins. Und dann geht es weiter, und am Ende kommt er dazu, Geld zweimal ausgeben. Ministerpräsident Volker Bouffier hat die Idee gefallen. Bei ihm sind es jetzt 1,8 Milliarden €, die er in zwei Jahren versehen mit dem Etikett Heimat Hessen ein zweites Mal investiert. Auch dieses Geld war bereits fest verplant, etwa für Breitbandausbau und bessere medizinische Versorgung auf dem Land, besonders pfiffig. Auch Geld des Verkehrsministers Tarek Al-Wazir für seine Sanierungsoffensive für Landesstraßen eingeplant hat, wird als Heimat Hessen vermarktet. Der hessische Bitcoin ist ein wahrer Renner, zumindest marketingtechnisch gesehen. Und ich sage Ihnen, Herr Kunz hat recht, weil Sie sich eben darüber beklagt haben, und damit komme ich auch zum Schluss, weil Sie eben darüber beklagt haben, dass wir hier manche Ihrer Maßnahmen als Wahlkampf stigmatisieren, formulieren, bemerken, dass es Wahlkampf ist. Ich kann es Ihnen nicht ersparen. Ein Teil dessen, was Sie hier versuchen zu klären als möglicherweise einen neuen Problemlösungsansatz, würde es ohne Sie als Problem nicht geben. Das, was Sie hier machen, ist und bleibt nichts anderes als der zweite Teil der Story, die uns in diesem Jahr noch häufiger begegnen wird. Am Abend werden die Faulen fleißig, und das hat nur einen einzigen Grund, und das ist der 28. Oktober und sonst gar nichts. Danke schön. Vielen Dank.
Als Nächstes hat das Wort Kollege Rock für die FDP-Fraktion, 5 Minuten Redezeit. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Herr Ministerpräsident, ein Land, in dem man gut und gern lebt, in dem alles gut ist und in dem Sie Dankbarkeit erwarten für das, was die Regierung getan hat. Sie müssen sich einmal darüber im Klaren sein, was wollen Sie? Glauben Sie, in Hessen ist alles gut und es kann bleiben, wie es ist? Oder glauben Sie, wir müssen in diesem Land etwas verändern, wir müssen dieses Land voranbringen, weil eben nicht alles gut ist? Da müssen Sie einmal eine klare Aussage treffen. Und wenn ich das Thema ländlicher Raum jetzt erlebe, wie das plötzlich in den Fokus hier rückt. Sie haben jetzt seit über 4 Jahren regiert. Sie haben über 4 Jahre die Möglichkeit gehabt, für den ländlichen Raum etwas umzusetzen. Sie hätten eigentlich die Chance gehabt, hier eine Leistungsbilanz vorzulegen über das, was Sie erreicht haben, wie es im ländlichen Raum vorangegangen ist. Sie können sich doch nicht hier hinstellen und die Aufgabe der Opposition übernehmen und zu sagen, was verbessert werden muss. Sie müssen erst einmal die Aufgabe der Regierung übernehmen und erklären, was Sie getan haben und was im ländlichen Raum alles signifikant besser geworden ist. Und dann ist es schon kurz vor zu sagen, ja, was will eigentlich hier die Opposition? Also erst einmal haben Sie doch versucht zu erklären, was Sie getan haben. Und Sie haben hier Ihre Redezeit überzogen, und ich habe Ihnen gut zugehört, aber mir hat der rote Faden gefehlt zu erkennen, was ist denn jetzt Ihre Strategie? Was wollen Sie denn jetzt? Und die Fragen im ländlichen, Herr Boddenberg, Sie schütteln den Kopf. Ich muss ehrlich sagen, wenn hier vorne ein Frankfurter steht und wenn er im ländlichen Raum redet und nachher grinst, wenn Frau Knell hier steht, die dort lebt, die dort ihre Familie hat, die dort aus der Emotionalität erklärt, wie man sich im ländlichen Raum fühlt, wenn Sie hier regieren und die Grünen mitregieren, dass man sich als Naherholungsgebiet für grüne Wohlstandswähler fühlt, wenn Sie das hier vorträgt und Sie lachen darüber als Frankfurter, dann kann ich Ihnen sagen, dann haben Sie das Thema so nicht erkannt. Frau Knell hat hier deutlich gemacht, dass es doch nicht sein kann, dass wir über die U-Bahn-Taktung in Frankfurt reden und sagen, im ländlichen Raum stellen wir eine Bank hin und dann soll mit Vereinen und ehrenamtlich der ÖPNV organisiert werden. Ehrenamtlich von den Familien. Das kann doch nicht Ihre Strategie sein. Das kann doch nicht die Mobilitätsstrategie sein dieser Landesregierung. Sondern was muss im ländlichen Raum passieren? Ich sage Ihnen einmal 3 Handlungsfelder. Die Frage der Gesundheitsversorgung, da sind wir hier natürlich auf Landesebene nicht in der Lage, das nachhaltig zu verbessern. Da muss man seinen Einfluss in Berlin einsetzen. Aber wenn ein CDU-geführtes Gesundheitsministerium als Strategie ausgibt, dass man Arztsitze in Hessen abbaut, wo wird es denn am ehesten zum Abbau von Arztsitzen kommen? Das wird doch der ländliche Raum sein. Wenn das Ihre Strategie in Berlin ist, dann schlägt die doch hier durch. Und wenn Sie sich fragen, wenn ich im ländlichen Raum lebe und muss arbeiten im Ballungsgebiet und stehe dann 1,5 Stunden jeden Tag im Stau, wenn ich reinfahre und rausfahre, und dann sage, dann ist mir die Lebenszeit so wichtig, dass ich dann halt die überhöhten Mieten zahle, dann sehen Sie doch, dass die Probleme im ländlichen Raum und im Ballungsraum eng zusammenhängen. Und Mobilität ist eine entscheidende Frage. Und wenn der Verkehrsminister des Landes Hessens nur 60% des Geldes verplanen will, was der Bund als Minimum ansieht, dann ist doch klar, wo Sie die Mobilitätsanforderungen sehen. Und wenn hier vorgetragen wird, und wunderbar, dass die SPD hier und der Kollege Schäfer-Gümbel das Beispiel angebracht hat, Odenwald, da geht es um eine Bundesstraße, die der Minister nicht plant, die zwingend notwendig ist für die Mobilitätserschließung im Odenwald. Die Leute müssen auch bei Ihnen gewesen sein, die Bürgervertreter, die Wirtschaftsvertreter, die sagen, 10.000 von Leuten stehen da jedes Mal, jeden Tag im Stau, weil Sie sich ideologisch verweigern, eine vom Bund finanzierte Straße nur zu planen. Das ist doch die Realität. Und wenn Sie dann sagen, es ist ja toll, wie der Odenwald sich versorgt hat, digitalisiert hat, dann ist es die Initiative der Wirtschaft, der Bürger vor Ort, der Kommunalpolitik und nicht Ihr Verdienst. Und jetzt darum, bitte hören Sie auf zu sagen, wir wüssten nicht, was wir besser machen können. Erklären Sie uns einmal,
Erklären Sie uns einmal, was Sie die letzten 4 Jahre gemacht haben. Da kommt hier eine Leerstelle an. Und eine der zentralen Fragen, und alle, und viele Bürgermeister haben Ihnen das doch ins Stammbuch geschrieben, eine zentrale Frage, wie geht es im ländlichen Raum weiter, ist die Frage, welche Entwicklungspotenziale schaffen Sie im Landesentwicklungsplan für den ländlichen Raum, dass er sich auch weiterentwickeln kann, dass er wachsen kann, dass er attraktiv bleibt. Gehen Sie doch einmal dahin, wo die großen Fragen sind. Die sind schwierig zu beantworten. Aber gehen Sie dahin und versuchen Sie, Lösungen zu finden. Und fangen Sie nicht an, mit 20, 30, 40 Stellen irgendwie zu erklären, da würde es sich fast strukturell verändern. Sondern die Aufgaben Kollege sind wirklich Rock, komplex. Sie kommen Sie bitte zum Schluss. Die Aufgaben sind wirklich komplex. Und Sie sollten aufhören, hier mit solchen Zahlen und mit ein paar Stellen versuchen, ein strukturelles Problem lösen zu wollen. Gehen Sie an die wirklichen Strukturen, und dann machen Sie etwas Richtiges. Und am besten mit uns zusammen. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollegin Wissler für Fraktion DIE LINKE. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Herr Ministerpräsident, bei der IHK in Frankfurt haben Sie vor 2, 3 Wochen wieder einmal gesagt, Sie wollten die Starken stärken. Und bei der IHK Frankfurt haben Sie auch gar nicht so viel über den ländlichen Raum gesprochen, wie Sie das heute hier gemacht haben. Und ich finde, dieser Satz, die Starken stärken, das wirft Fragen auf. Nämlich erstens, wer sind denn eigentlich die Starken? Und zweitens, was passiert denn eigentlich mit den Schwachen, wenn es die Starken sind, die immer weiter gestärkt werden? Und statt die Starken zu stärken, wie Sie es immer sagen, und immer weiter zu zentralisieren, brauchen wir eine vernünftige Regionalentwicklung. Und die Probleme von Stadt und Land, die gehören doch zusammen. Und die müssen doch zusammen diskutiert werden. Weil die Probleme des ländlichen Raums schwappen doch in die Städte zurück in Form von steigenden Mieten und immer mehr Verkehr. Weil viele Menschen im ländlichen Raum überhaupt keine Perspektive mehr sehen, weil sie gezwungen sind, jeden Tag 2 Stunden im Stau zu stehen, weil es bei ihnen zu Hause keine Arbeitsplätze gibt oder weil es kaum noch eine Infrastruktur gibt. Und Ihre Politik hat doch genau diese Probleme verschärft. Und jetzt, kurz vor der Landtagswahl, stellen Sie sich hin und sagen, oh, offensichtlich gibt es hier ein Problem, machen wir mal 3 Symbolmaßnahmen. Dabei haben Sie das Problem erst verschärft und geschaffen. Wer war es denn, der die Gerichtsstandorte im ländlichen Raum geschlossen hat? 29 Standorte haben Sie geschlossen. Das waren 1.250 Arbeitsplätze. Die haben Sie zentralisiert. Und jetzt feiern Sie sich dafür, dass Sie ein paar wenige Stellen im ländlichen Raum wieder schaffen wollen. Das ist doch lächerlich. Und wir müssen ja nicht nur über die Gerichtsstandorte reden. Reden wir über Hessenforst. Wie viele Stellen haben Sie dort abgebaut? Also, es sind so viele Bereiche, wo wirklich durch die direkte Verantwortung dieser Landesregierung die Straßen- und Verkehrsverwaltung an anderen Stellen. Es gibt so viele Bereiche, wo aufgrund der Verantwortung dieser Landesregierung direkt Arbeitsplätze im ländlichen Raum verloren gegangen sind. Und jetzt Ihre Initiative. Sie haben angekündigt, 2018 und 2019 1,8 Milliarden € zu investieren. Aber Sie sagen nicht dazu, dass 1,3 Milliarden € aus dem KFA kamen. Das heißt also, das sind Gelder der Kommunen. Und Sie machen jetzt kurz vor der Landtagswahl irgendeine Symbolaktion, dass Sie dann irgendwas mit Heimat nennen und tun so, als würde der ländliche Raum Ihnen nach Herzen liegen. Sie regieren hier seit fast 20 Jahren, und ich hätte mir gewünscht, Sie hätten vorher mal Maßnahmen in diese Richtung ergriffen, statt das Gegenteil zu bewirken und dafür zu sorgen, dass Stadt und Land immer weiter auseinanderdriften, Herr Ministerpräsident. Und auch zur Krankenhausversorgung im ländlichen Raum. Die haben Sie kurz angesprochen. Es gibt ja die Regelung, ein Krankenhaus muss in 30 Minuten erreichbar sein. Aber wenn es kritisch ist, dann gilt eben, ein Krankenhaus muss bei gutem Wetter und ungestörter Verkehrssituation in 30 Minuten erreichbar sein. Wenn dann nämlich der Schnee liegt, beispielsweise im Taunus, kann das ein bisschen anders aussehen. Und dann reden Sie doch einmal mit den Leuten in Bad Schwalbach und reden Sie doch einmal über die Frage Erhalt des Krankenhauses dort. Oder fragen Sie doch einmal, Herr Grüttner, wie viele Kreissäle im ländlichen Raum wurden denn geschlossen in den letzten Jahren? Also, wer die Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum aufrechterhalten will, der muss sich doch für den Erhalt der Krankenhäuser einsetzen. Als Erstes. Herr Beuth, wäre ja mal was, wenn ein Bad Schwalbach sich darum kümmern würde. Ihre Politik hat die Probleme überhaupt erst verschärft. Und dann reden Sie davon, Herr Ministerpräsident, wir haben Busse im ländlichen Raum, mit denen fährt keiner. Ja, oh Wunder.
Wenn Buslinien im ländlichen Raum so aussehen, dass er einmal morgens und einmal abends fährt, ist doch kein Wunder, dass die Menschen damit nicht fahren. Klar, die sind dann sowieso auf ein Auto angewiesen und können doch nicht sich an der Taktung von einem Bus, der zweimal am Tag fährt, ausrichten. Das ist doch kein Wunder. Und der Bürgerbus ist doch kein Ersatz für ein Nahverkehrsangebot. Also, ich bitte Sie, Busfahrer ist ein verantwortungsvoller Beruf, für den man eine Ausbildung braucht. Und Bürgerbusse oder am Ende noch Mitnahmebänke, das ist doch kein Ersatz für ein ÖPNV-Angebot. Das ist Aufgabe der öffentlichen Hand. Und da kann man nicht sagen, sollen die das doch mal in ihrer Freizeit ehrenamtlich machen, Herr Ministerpräsident. Und dann sagt, und wenn dann der Ministerpräsident, der seit fast 20 Jahren dieser Landesregierung angehört, sagt, ja, da müssten halt mal neue Ideen entwickelt werden, dann ist das schon ein bisschen komisch. Aber ich habe jetzt im Spiegel auch gelesen, dass der Ministerpräsident und stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende die Erneuerung der CDU fordert. Da habe ich mir auch ein bisschen die Augen gerieben vor Verwunderung, als ich das gelesen habe. Also als der innovativste und fortschrittlichste sind Sie mir in den letzten Jahren nicht aufgefallen, Herr Ministerpräsident. Und zum Schluss. Wir müssen die Infrastruktur im ländlichen Raum stärken. Dazu gehört ÖPNV, da gehört Gesundheitsversorgung. Dazu gehört natürlich der Erhalt kleiner Schulen, Herr Kultusminister. Dazu gehört die Breitbandversorgung. Dazu gehört natürlich auch, dass durch den Schutzschirm, durch die Kürzungen in den Kommunen freiwillige Leistungen weggefallen sind, die das Leben attraktiver im ländlichen Raum gemacht haben. Und dazu gehört, dass wir Angebote für Jugendliche im ländlichen Raum brauchen, der über einen Spielplatz hinausreicht. Auch das brauchen wir. Und deshalb, Sie beklagen hier die Probleme, die Sie selber geschaffen und verschärft haben. Was wir brauchen, ist eine echte Initiative für eine gute Regionalentwicklung, damit Stadt und Land nicht weiter auseinanderdriften, sondern wir gute Lebensbedingungen im ganzen Land flächendeckend haben. Vielen Dank. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Boddenberg, CDU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich will zunächst einmal feststellen, dass ich alle Redebeiträge der Opposition nur unter einer Überschrift zusammenfassen kann. Sie ärgern sich ein Loch in den Bauch, dass es der Landesregierung gelungen ist, erneut einen solchen Akzent für den ländlichen Raum zu setzen. Und Herr Schäfer-Gümbel, Herr Schäfer-Gümbel, weil Sie den 28.10. genannt haben, ja, das ist ein wichtiges Datum. Das ist ein Datum, an dem die Menschen in Hessen entscheiden werden, wer denn die besseren Antworten für dieses Land hat. Ich bin ziemlich sicher, wie das ausgehen wird, meine lieben Kolleginnen und Kollegen. Und es bleibt dabei, und ich will mich nur mit dem auseinandersetzen, Herr Schäfer-Gümbel, was Sie hier vorgetragen haben. Sie haben völlig berechtigterweise einen Blick deutlich zurückgeworfen. Sie haben das Operation sichere Zukunft ein bisschen verhunzt im Wortlaut, aber so hieß das einmal. Und ich sage bis heute, bei aller Kritik, die man an den ein oder anderen Maßnahmen seinerzeit haben konnte, bei aller berechtigten Kritik, die Sie durchaus auch bis heute noch äußern dürfen, sage ich, wir haben damals die Grundlage geschaffen dafür, dass wir heute bei all dem, was wir machen für die Menschen in unserem Land, einen ausgeglichenen Haushalt haben. Davon haben Sie geträumt, wir haben es realisiert, und wir machen damit das Land und für die Jugendlichen in unserem Land die Zukunft zukunftsfest. Und ich werde es Ihnen weiter nicht ersparen. Es bleibt bei der SPD-Politik. Bei den LINKEN will ich gar nicht darüber reden. Das kennen wir nicht anders. Das macht auch keinen Sinn, darüber zu reden. Aber leider auch bei der SPD, bei der Politik, darf es immer noch da und dort ein bisschen mehr sein. Mehr habe ich inhaltlich von Ihnen heute nicht gehört. Und ich wiederhole das bis zum 28. und gerne auch darüber hinaus. Ihre wortreichen Erklärungen vor Ort, egal um was es geht, um Versorgung mit Kindergartenplätzen, um Versorgung mit Lehrern, ob es um Landesstraßenbau geht, ob es um Digitalisierung geht, Sie haben in Summe ein Mehrausgabenvolumen von 3,2 Milliarden € immer wieder unters Volk gestreut. Meine sehr geehrten Damen und Herren auf der Tribüne, dass Sie das einschätzen können. Haushaltsanträge haben Sie gestellt, nicht für 3,2 Milliarden € pro Jahr, sondern für 400 Millionen € pro Jahr. Und dann haben Sie zweimal 400 Millionen € für Doppelhaushalt 2018-2019 noch eine Finanzierung vorgeschlagen, die Sie uns, obwohl sie gar nicht aus allgemeinen Rücklagen stattgefunden hat, vorwerfen, nämlich 360 Millionen € davon aus allgemeinen Rücklagen zur Finanzierung vorgeschlagen. Wenn das solide ist, meine sehr geehrten Damen und Herren, dann
verstehe ich die Welt nicht mehr. Ich bin sicher, dass die Menschen in unserem Land sehr schnell, auch und gerade im Zuge des Landtagswahlkampfs, spüren werden, was leere Versprechungen sind, auf der einen Seite durch die SPD und auf der anderen Seite tatkräftiges Handeln durch diese Regierung und durch diese Regierungsfraktion. Ich will noch einen Punkt aufgreifen, das sage ich auch. Sie haben das Thema Digitalisierung und Versorgung dort in einigen hessischen Landkreisen angesprochen. Ja, es ist doch in Ordnung. Der Landrat Schnurm-Odenwald hat damals einen ordentlichen Job gemacht. Und es gehört auch dazu, dass wir das auch weiterhin feststellen und das nach dem rheinischen Motto, man muss auch Jönne können, auch durchaus in einer solchen Debatte anführen. Aber Sie haben möglicherweise übersehen, dass das Land seinerzeit es erst möglich gemacht hat durch Landesbürgschaften, dass wir eine solche Beschleunigung dort hatten. Also auch damals schon eine gute Zusammenarbeit zwischen der von uns geführten Landesregierung und in dem Fall einem SPD-Landrat. Das gehört zur Vollständigkeit der Debatte gerne dazu. Und dazu bin ich gerne bereit, Herrn Schnur noch einmal herzlich zu danken. Und ein letztes, liebe Kolleginnen und Kollegen. Bei Kollegen Rock bin ich mir nicht ganz sicher, wenn er dort auf den amüsanten oder ich weiß nicht kabarettistischen Vortrag der Kollegin noch einmal eingegangen ist, wenn es um die Frage der ÖPNV und verkehrlichen Versorgung im ländlichen Raum geht. Ich weiß nicht, wollen Sie jetzt im ländlichen Raum eine U-Bahn bauen, Herr Kollege Rentsch? Weil wir reden natürlich über die Taktung von U-Bahn im Ballungsraum in Frankfurt am Main. Nein, nicht Herr Rentsch, das war der, der vor Ihnen dort gesessen hat. Also, Kollege Rock. Wollen Sie dort eine U-Bahn bauen? Wir reden natürlich über ÖPNV-Versorgung im Ballungsraum. Das ist eine wahnsinnig wichtige Aufgabe. Und wir setzen alles daran, mit Geld für den öffentlichen Personennahverkehr, wie wir es noch nie gehabt haben unter dieser Landesregierung. Aber wir setzen auch darauf, Frau Wissler hat das hämisch diskreditiert, dass dort, wo wir mit 100, 200 Einwohner großen Gemeindeteilen natürlich nicht eine Rundumversorgung mit öffentlichem Personennahverkehr sicherstellen können, weil dafür das Geld nun wirklich nicht reicht, obwohl wir, wie gesagt, Rekordsummen dort investieren, dass wir dort auf bürgerschaftliches Engagement setzen. Was ist denn daran falsch? Und da sind 100 Bürgerbusse ein Anfang dafür, dass wir diejenigen, die das vor Ort bereitwillig machen, worüber wir uns freuen sollten, dass die das tun können mit Unterstützung des Landes. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir werden auch in Zukunft nicht alle Probleme dieses Land als Staat lösen können. Definitiv nicht. Wir gehen, soweit es geht, bei den Grundschulgrößen, wir gehen, soweit es geht, bei den Kindertagesstätteneinrichtungen runter auf das gerade noch vertretbare Maß. Aber wir werden auch beispielsweise in der Bildung darüber reden müssen, wie lange kann man Kollege eine solche Schulform vor Ort oder jede Schluss. Schule vor Ort aufrechterhalten und gleichzeitig einen hohen Qualitätsstandard sichern. Meine Damen und Herren, wir haben viele weitere Aufgaben für die Zukunft. Ich sage noch einmal, wir haben mit dem, was die Landesregierung jetzt geantwortet hat und vorgeschlagen hat, was der Ministerpräsident heute hier vorgetragen hat, eine sehr, sehr gute Grundlage für den ländlichen Raum, für eine stabile Zukunft der Menschen, die dort auch in Zukunft leben wollen. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Wagner, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich fasse einmal zusammen, was wir von der Opposition heute zur Zukunft des ländlichen Raums gehört haben. Die einen sagen, die Regierung habe nur über ihre Leistungsbilanz gesprochen und keine Ideen für die Zukunft entwickelt. Und die anderen haben gesagt, die Regierung habe nur über die Zukunft gesprochen, um von ihrer angeblich nicht vorhandenen Leistungsbilanz abzulenken. Ich stelle einfach nur einmal fest, wenn ich diese beiden Äußerungen der Opposition nehmen kann, beides gleichzeitig kann ja schlicht und ergreifend nicht stimmen, meine Damen und Herren. Beides gleichzeitig kann ja nicht stimmen. Sondern es ist doch so, meine Damen und Herren, dass eine Regierung natürlich über ihre Leistungsbilanz redet, und die ist gut. Aber eine Regierung natürlich auch auszeichnet, dass sie sich nicht auf dem Erreichten ausruht, sondern sich auch Neues vornimmt, weil sich die Welt natürlich auch weiterentwickelt und wir neue Antworten auf neue Fragen brauchen. Und genau das macht diese Regierungskoalition. Und was haben wir von der Opposition gehört?
den üblichen Dreiklang, der zu jedem Thema vorgetragen wird. Ignorieren, was die Landesregierung tut. Zweitens, Probleme beschreiben. Und drittens, keinen einzigen eigenen Vorschlag haben, wie man diese Probleme löst. Keinen einzigen Vorschlag. Ich habe extra noch einmal mir den Entwurf des SPD-Wahlprogramms eben vorgenommen. Zum ländlichen Raum sind die Seiten 55 bis 63. Kein einziger konkreter Vorschlag. Das, was Sie hier immer erzählen, was man alles tun müsste, und dann selbst nichts zu liefern, das funktioniert eben nicht, meine Damen und Herren. Und jetzt frage ich einmal, wo ist denn Ihr alternatives Konzept in den Bereichen, die für den ländlichen Raum entscheidend sind? Was würden Sie denn im Bereich ÖPNV anders machen als diese Regierungskoalition? Darüber würden wir ja gerne mit Ihnen debattieren und gerne mit Ihnen streiten. Finden Sie es falsch, dass wir die Kurhessenbahn reaktiviert haben als schienengebundenes Angebot auch im ländlichen Raum? Finden Sie das falsch, ja oder nein? Finden Sie es falsch, dass wir auf flexible Bedienformen im ländlichen Raum setzen, wie Anrufsammeltaxis, wie Bürgerbusse? Finden Sie das jetzt richtig oder finden Sie das jetzt falsch? Dazu müssen Sie doch irgendwann auch einmal etwas sagen, meine Damen und Herren. Ich verstehe mein eigenes Wort nicht, aber ich habe das Mikrofon. Finden Sie es jetzt richtig oder falsch, dass wir uns um die Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum kümmern? Finden Sie es richtig oder falsch, dass wir mit der Gemeindeschwester 2.0 oder Gemeindepfleger, wie es politisch korrekt heißt, dass wir da ein... Kolleginnen und Kollegen, ich bitte um etwas mehr Ruhe. Ihr könnt nur brüllen, weil ihr keine Antworten habt. Ihr könnt nur brüllen. Nur brüllen. Kollege Wagner, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Bei 5 Minuten. Ist das jetzt richtig oder falsch, dass wir uns mit dem Gemeindepfleger 2.0 um die Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum kümmern? Finden Sie den Ansatz dieser Regierungskoalition für Gesundheitsversorgungszentren im ländlichen Raum, finden Sie ihn jetzt richtig oder falsch? Dazu hätte ich gerne einmal etwas gehört von Ihnen. Finden Sie es jetzt eigentlich falsch, dass wir Arbeitsplätze vom Ballungsraum in den ländlichen Raum verlagern? Dazu habe ich nichts von Ihnen gehört. Sie haben sich mit der Vergangenheit beschäftigt. Sie haben über die Zukunft des ländlichen Raums kein einziges Wort verloren, meine Damen und Herren. Kein einziges Wort verloren. Finden Sie das jetzt richtig oder falsch, dass wir uns in der Landwirtschaft um ein gutes Miteinander von konventionellen und ökologisch wirtschaftenden Landwirtinnen und Landwirten kümmern? Finden Sie unseren Ansatz falsch, auf lokale Verwertungskreisläufe zu setzen, damit die Wertschöpfung im ländlichen Raum kommt? Zu all diesen Themen habe ich kein einziges Wort in den Redebeiträgen der Opposition gehört. Kein einziges Wort habe ich gehört. Ja, es ist Aufgabe der Opposition. Es ist nicht Aufgabe der Opposition, die Regierung zu loben. Es ist auch geschenkt, dass Sie die Opposition kritisieren. Kollege Wagner, Sie müssen bitte zum Schluss kommen. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Es ist auch geschenkt, dass Sie die Regierung kritisieren, egal ob es stimmt oder nicht. Aber Politik ist der Streit um die Konzepte, und da habe ich von Ihnen überhaupt nichts in dieser Debatte gehört, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Ich habe keine weiteren Wortmeldungen. Damit ist die Große Anfrage Tagesordnungspunkt 33 besprochen.